Spezies Arzt, Gott in Weiß, Lebensretter, Schwerverdiener, Dauerurlauber, Superheld. Okay, ich gebe zu, Superheld war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich stellen sich echt eine ganze Menge Menschen vor, dass Ärzte genau so sind. Leute, weit gefehlt. Ganz ehrlich, auch ich dachte mir eigentlich, dass wenn das Studium erstmal vorbei ist, alles viel einfacher wird, man so richtig Ahnung hat und richtig loslegen kann. Immerhin hat man ja jahrelang studiert, zig Praktika gemacht und super viel gelernt. Das war da nicht ganz so. Tatsächlich ist es eher so, dass man gerade am Anfang echt wie ein blutiger Anfänger in die Klinik oder in die Praxis kommt, so ziemlich gar keine Ahnung hat und sich einfach mega oft unsicher fühlt. Mich hat das ziemlich überrascht, denn mir hatte das vorher so keiner gesagt. Damit ihr es ab sofort besser wisst, gibt es dieses Video. Und für diejenigen unter euch, die sich gerade mitten im Medizinstudium oder schon kurz vorm Ende befinden, gibt es da noch 5 goldene Tipps, damit ihr den Start in den Alltag als Superheld meistert. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium, so lange dauert es leider wirklich, war ich echt heilfroh, als ich endlich in der Klinik anfangen konnte zu arbeiten, mein Wissen anwenden konnte und Menschen helfen konnte. Wie ein Superheld habe ich mich dabei aber nicht gefühlt. Denn ihr müsst wissen, dass so ein Studium, also ein Medizinstudium, echt super theoretisch ist. Natürlich gibt es auch viele praktische Kurse, in denen man dann zum Beispiel lernt, wie man Wunden zusammennäht oder im OP arbeitet oder Blut abnimmt. Aber diese Sachen hat man halt immer nur so auf eine bestimmte Zeit. Danach geht es mit den Vorlesungen weiter, also mit der Theorie, und so sind halt immer recht große Lücken dazwischen. Das nur so am Rande. Falls ihr über sowas mehr erfahren wollt, dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Es ist also so, dass wenn man dann frisch in die Klinik kommt, sich erstmal an ganz viele neue Sachen gewöhnen muss. Zum Beispiel daran, wie die Atmosphäre im Team ist, wie die Kollegen so drauf sind, wie die Nachtdienste funktionieren, die ganze Bürokratie. Das alles kriegt man so im Studium gar nicht mit. Für mich persönlich war es zum Beispiel super merkwürdig, dass ich plötzlich die junge Ärztin war, die alles richtig machen musste und auf alles die Antworten haben musste, obwohl ich eigentlich gerade noch ein paar Wochen vorher die Studentin war, die ungeniert alles fragen konnte. Total komisch war für mich auch die ganze Bürokratie, die da auf mich zugekommen ist. Vorher im Studium kriegt man das oft gar nicht so mit, beziehungsweise man sieht es zwar, wie Ärzte so arbeiten, aber ich ehrlich gesagt dachte, das wird später auf jeden Fall anders. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn man dann in die Klinik kommt, als Arzt sich gar nicht nur darum kümmert, dass die Patienten wieder gesund werden und sich vor allem darum kümmert, sondern leider steckt da auch ganz viel Organisation dahinter und man muss halt alles dokumentieren, viele Sachen und Formulare ausfüllen, umher telefonieren. Klingt jetzt natürlich nicht so spannend, aber auch das gehört zum Arztsein dazu. Rückblickend hätte ich es auf jeden Fall echt hilfreich gefunden, wenn mir damals schon ein Arzt gesagt hätte, was da ungefähr auf mich zukommt. Ich habe zwar den Einstieg in die Berufswelt auch so ganz gut überlebt, aber damit es euch vielleicht ein bisschen leichter fällt und weil ihr mich auch in den Kommentaren immer wieder mal danach fragt, erzähle ich euch jetzt, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Bringt euch in den Formulaturen, also in den Praktika und im praktischen Jahr aktiv mit ein. Heißt, wartet nicht darauf, dass dem Arzt einfällt, dass ihr ja auch noch im Raum seid und er euch dann eine Aufgabe gibt, sondern bittet um Aufgaben. Stellt auch alle Fragen, die ihr habt. Keine Frage ist zu bescheuert, um gestellt zu werden. Und es ist echt eine super Gelegenheit, dass ihr nochmal richtig üben könnt, die ganzen Fertigkeiten trainiert, mit Patienten sprechen könnt. Auch das muss man üben. Nutzt das auf jeden Fall. Sobald es dann auf die Examensprüfung zugeht, fangt auf keinen Fall zu früh mit Lernen an. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, denn eigentlich heißt es ja, am besten ganz früh anfangen, so viel wie möglich lernen, alles zigmal durchlesen. Macht auch sicherlich Sinn in einem bestimmten Maß, aber beim Examen ist es eher so, wenn man zu früh anfängt und dann noch ganz viel Zeit hat, weiß man irgendwann nicht mehr, was man machen soll. Denn das Buch zum 10. Mal durchzulesen, macht echt wenig Sinn. Da geht sowieso nichts mehr in den Kopf rein. Klar ist es auf jeden Fall gut, wenn man genügend Puffer einplant und je nach Lerntyp ist es beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Aber irgendwann ist dann auch mal gut und dann geht man auch ein bisschen entspannter in die Prüfung. Als nächstes kommt dann ja schon die Bewerbungsphase und da empfehle ich euch, dass ihr eure Bewerbungsunterlagen am besten persönlich abgebt. Das hat den Vorteil, dass ihr dann einmal im Sekretariat schon mal euer Gesicht gezeigt habt und die Klinik einen Eindruck von euch bekommen hat und vor allem aber auch, dass ihr euch einen Eindruck machen könnt. Was auch Sinn machen kann, ist vorher einmal im Sekretariat anzurufen und nachzufragen, ob die Bewerbungsunterlagen lieber per E-Mail oder per Post zugeschickt bekommen haben wollen. Per Post klingt jetzt vielleicht ein bisschen oldschool, aber tatsächlich ist ja in der Medizin auch so einiges oldschool.
Bevor ihr bei einer Arbeitsstelle zusagt, solltet ihr unbedingt 1-2 Tage hospitieren. Bedeutet, ihr begleitet die Ärzte in ihrem Alltag. Dadurch kann man sich dann ganz guten Eindruck verschaffen, wie so allgemein das Klima ist, wie mit den Patienten umgegangen wird und ob einem die Stelle gefallen könnte. Und wenn ihr ganz nett nachfragt, kriegt ihr wahrscheinlich auch eine Antwort, wie wohl sich die Ärzte dort fühlen, ob sie den Job weiterempfehlen würden oder wie zum Beispiel auch die Dienstbelastung ist. Heißt also, wie oft ihr dann Wochenend- und Nachtdienste machen müsst. Solche Sachen stehen nämlich leider nicht im Internet. Noch ein wichtiger Punkt, die Doktorarbeit. Solltet ihr an einer schreiben, dann versucht sie möglichst fertig zu bekommen, bevor ihr mit Arbeiten beginnt. Viele Ärzte denken, sie kriegen das neben der Arbeit schon irgendwie hin und schreiben dann auch noch so ein bisschen dran rum, zum Teil sogar über mehrere Jahre, und am Ende brechen sie dann doch ab, weil die Doppelbelastung einfach viel zu hoch ist. Deswegen versucht es vorher fertig zu bekommen. Last but not least, der in meinen Augen wertvollste Tipp: Legt nach dem Studium erstmal eine Verschnaufpause ein und fangt nicht direkt mit Arbeiten an. Mir ist klar, die meisten von euch wollen wahrscheinlich am liebsten direkt loslegen und sich erstmal als Arzt behaupten. Aber glaubt mir, der Klinikalltag kommt früh genug. Und da ist dann plötzlich nichts mehr mit monatelangen Semesterferien und langen Reisen und freier Entscheidung, ob man zum Beispiel lieber die Freunde auf einen Kaffee trifft, anstatt in die Vorlesung zu gehen. Natürlich ist mir klar, dass es nicht bei jedem so möglich ist, aus finanziellen Gründen zum Beispiel eine Pause zu machen. Aber ganz ehrlich, was mir persönlich am meisten nach dem Studium gefehlt hat, war nicht etwa Freizeit, sondern vielmehr Freiheit. Die Freiheit, meine Zeit selbst einteilen zu können. Deswegen, wenn es irgendwie geht, dann nehmt euch erstmal Zeit für euch und für die Dinge, die euch wichtig sind. Das waren wohl doch mehr als 5 Tipps. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch ein klareres Bild davon vermitteln konnte, wie es als junger Arzt oder junge Ärztin in der Klinik wirklich ist und wenn ich euch vielleicht sogar dabei helfen konnte beim Einstieg in euren Job. Ich drücke euch auf jeden Fall fest die Daumen für die nächste Prüfung, den nächsten Test oder beim Finden eures Traumjobs und freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mich abonniert. Verratet mir auch gerne in den Kommentaren, welche Themen euch außerdem interessieren. Bis zum nächsten Mal, gute Besserung und bleibt gesund!